Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Du, Herr Kinzel, sag mal, kommt heute von einer sehr sympathischen und sehr gut vorbereiteten jungen Dame. Sie hat nämlich ihr Büchlein dabei und alle Fragen aufgeschrieben, damit sie auch keiner vergisst. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich komme schon ein bisschen ins Schwitzen, weil da sind sehr viele Fragen drin. Aber stell dich doch am besten mal selber vor. Ich bin Elida und 10 Jahre alt. Hallo Elida. 10 Jahre bist du? Ja. Okay. Ich bin keine 10. Nein, doch. Ich bin schon sehr alt. Ich bin gespannt, welche Fragen einem alten Mann heute gestellt werden. Was soll ich tun, damit ich auch mal eine eigene Firma habe? Die Antwort für deine Eltern wäre, gut in der Schule aufpassen. Och nee! Nee! Okay. Ja? Die Antwort, die ich dir gebe, ist, wirklich ernsthaft, fang einfach an, eine Firma aufzubauen. Versuch nicht alles richtig zu machen, sondern bau dir eine Firma auf. Dann wirst du automatisch eine Firma haben. Hä? Das ist vielleicht eine komische Antwort, aber die ist ernst gemeint. Was sind denn deine Hobbys außer Arbeiten? Boxen, Autofahren, ja. Okay. Sport. Welchen Tipp gibst du mir, damit ich auch mal erfolgreich werde? Sei so gut vorbereitet, wie du es jetzt bist, dein Leben lang. Wenn du gut vorbereitet bist, schau, dass du das, was du vorbereitet hast, auch wirklich umsetzt. Genauso wie du es jetzt machst, deine Fragen durchziehen und genauso machst du es im Leben und dann wirst du erfolgreich. Okay. Du hast ja auf Instagram und YouTube viele Follower. Hast du da noch viele Freunde? Puh. Also ein Follower und ein Freund ist in etwa die Erde zum Jupiter. Da ist ganz viel Luft dazwischen. Ich hab zwei beste Freunde. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich zwei beste Freunde haben kann. Ich habe eine unglaublich tolle Frau, die ich über alles lieb. Schlemmer. Und damit bin ich eh schon sehr gesegnet. Aber ein Freund ist ein unglaublich großer Begriff. Und bis du in deinem Leben zu jemandem Freund sagen solltest, ne, muss ganz viel passieren. Ganz viel Loyalität. Eine Freundin darf dir nicht in den Rücken fallen. Die muss, auch wenn du nicht da bist, sehr positiv über dich reden. Und alles, was negativ ist, auch wenn du nicht da bist, sofort wegkehren, dann ist es für mich ein Freund oder eine Freundin. Mit dir durch dick und dünn gehen. Und das tun nicht viele. Das kann ich dir auch versprechen, das ist so. Ja. Warum trägst du einen Anzug? Da muss ich prüfen, der Körper lügt nicht. Warum? Weil es in meiner Branche, in der ich bin, also Finanzdienstleistung, Unternehmensberatung, zum guten Ton gehört. Also die Menschen erwarten es und wenn die Menschen es erwarten, dann gebe ich ihnen das, bevor sie darüber nachdenken, warum hat er eigentlich keinen Anzug an. Weißt du, wenn ich bei deinen Eltern sitzen würde und die sich die ganze Zeit denken, hä, der Typ macht Finanzdienstleistung, warum hat er keinen Anzug an? Dann können sie nicht darüber nachdenken, was ich ihnen eigentlich erzähle. Also gebe ich ihnen halt dieses Bild, da freuen sie sich dann drüber und dann hören sie mir auch zu, wenn ich was sage. Ja. Deswegen trage ich einen Anzug. Könnt ihr auch bei der Arbeit einfach so einen Pullover anziehen? Ja, könntest du. Aber das ist wie wenn du in die Schule mit Schlafanzug gehen würdest. Weil in der Schule mit Schlafanzug würdest du vielleicht dann auch, würdest du nicht so konzentrieren und wärst dann nicht so vorbereitet halt. Früh fertig machen für die Schule, was Schönes anziehen, ist ja trotzdem auch irgendwie so eine Vorbereitung für dich. Und so ist es mit dem Anzug auch. Ne? Wenn ich jetzt keinen Anzug anhabe oder wenn ich jetzt einen anderen Termin habe und zum Beispiel mich hübsch mache für die Arbeit, wenn ich das nicht machen würde, wäre ich nicht so konzentriert. Weil du dann in einer anderen Rolle bist. Ja. Das war's. Das war's? Ja. Das waren aber tolle Fragen. Und jetzt habe ich auch noch was für dich. Du hast vorhin schon hingelinst, ne? Ja. Willst du mal aufmachen? Ja. Das finde ich immer den geilsten Teil von dem Ganzen. Eine Polaroid-Kamera. Hast du dir gewünscht? Ja. Ja? Bist du? Ich wollte dann immer so mit meinen Freundinnen so Fotos machen, mit meiner Familie, damit ja, ich cool. Dann so an meinen Pinnwand hängen kann. Ja, ist sehr geil. Ja. Wenn du wissen möchtest, wie du richtig gute Bilder machst, kannst du später noch das scheue Reh fragen. Der kann dir helfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mal unten rein, ob die Fragen von der jungen Dame cool waren. Ich fand sie sehr cool. Auch zu manchen Statements mal eure Meinung dazu. Und denkt dran, wenn ihr Lust habt, dass eure Kiddies auch mal ein paar Fragen an mich stellen, schreibt mich an. Kriegen wir hin. Hat ja hier auch funktioniert. In dem Sinne. Ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Robin, hier bin ich. Ach, da ist egal. Okay.